Das Sumo-Kreuzheben. Der häufigste Fehler beim Sumo-Kreuzheben ist ein zu schneller exzentrischer Bewegungsablauf. Zu schnelle Abwärtsbewegung, unkontrolliert in die Aufwärtsbewegung und das Ganze mit Umkehrschwung. Das bedeutet, am Ende des exzentrischen Bewegungsablaufs nichts angehalten, sofort wieder nach oben. Das nennt man auch Trampolineffekt. Korrekt ausgeführt, langsam runter, tiefster Punkt, kurz anhalten, kontrolliert nach oben ausstoßen und dabei ausatmen.